Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Als Linke möchten wir uns zunächst erstmal bei der FDP für ihre Initiative für mehr Open Data bedanken. Wir haben es in 4 Sitzungen des Ausschusses für Digitalisierung und Datenschutz abgewogen. Wir haben die schriftliche und die mündliche Anhörung hinter uns gebracht, und wir haben es auch bereits 2-mal hier im Plenum diskutiert und beraten. Und dabei in der Tat sind viele positive Aspekte dessen, was die FDP beantragt und initiieren möchte, aufgezeigt worden. Die haben wir abgewogen, aber es sind auch Bedenken geäußert worden, und auch die dürfen nicht unerwähnt bleiben. Und eines, meine Damen und Herren, dieser Bedenken war eben, dass natürlich auch die Daten, die auf der Ebene der Kommune schlummern und auf der Ebene der Landkreise schlummern, dass die gehoben werden müssten, dass das mit eingefügt werden muss. Und daraufhin dachte sich die FDP, gesagt, getan, dann fügen wir das Ganze mal flugs noch ein, dann kommen die Kommunen dann auch schnell mit dazu, und dann ist unser Gesetz auch schon überarbeitet. Aber so einfach, meine Damen und Herren, das ist das Problem, so einfach geht es eben nicht. Digitalisierung first, Bedenken second ist eben kein guter Ratgeber. Ihr Änderungsantrag, das muss ich mal deutlich sagen, Ihr Änderungsantrag, den Sie nachgeschoben haben, machte den Gesetzentwurf leider nicht besser, sondern er machte ihn schlechter. Die Aufnahme der Kommunen, so richtig der Gedanke auch ist, kann nicht eben noch so in der dritten Lesung eingefügt werden. Und mein Vorredner Thorsten Leveringhaus hat das ja auch eben noch mal dargestellt, wo die Probleme dann eigentlich im Detail liegen. Und da muss man tatsächlich auch noch mal ins Detail schauen. Eben komplizierte Sachverhalte, das reicht eben an der Stelle nicht, wenn man sagt, okay, wir versuchen das mit Schlagwörtern zu lösen. Nein, das reicht an der Stelle nicht. Da muss dann eben ein Gesetz vielleicht auch noch mal zurückgenommen werden an der Stelle, so gut der Entwurf ist, um zu sagen, wir müssen die Kommunen mit reinkriegen, aber dann müssen wir eben auch noch mal grundsätzlich neu nachdenken, was das bedeutet und wie die Abgrenzung aussieht. Für uns als Linke muss es doch einfach heißen, das will ich auch noch mal darstellen, wenn es um Open Data geht, immer dann, wenn öffentliche Gelder im Spiel sind, muss es auch ein öffentliches Gut sein. Und öffentliche Gelder, öffentliches Gut, das muss eben bedeuten, zum Beispiel Forschungsergebnisse an den Unis, wie bei der Drittmittelforschung, müssen dann für alle zugänglich sein. Höre ich da eine Zustimmung der FDP? Oh nein, da wird gemauert. Öffentliches Gut und öffentliche Gelder bedeutet eben auch, dass Bildungsbeiträge, die in den öffentlichen rechtlichen Rundfunken produziert werden und ausgestrahlt werden, dauerhaft zur Verfügung stehen müssen. Höre ich da eine Zustimmung der FDP? Nein, da wird gemauert. Öffentliches Gelder, öffentliches Gut bedeutet dann eben auch am Ende, dass Patente, die fast ausschließlich mit Steuermitteln erforscht worden sind, gerade in Zeiten der Pandemie, dem Gemeinwesen zur Verfügung stehen müssen, damit sie uns allen zugutekommen, wie eben auch die Daten, die überall schlummern. Höre ich da eine Zustimmung der FDP? Nein, an der Stelle wird gemauert. Und das macht eben deutlich, was die Ausrichtung ihrer Intention ist. Dann, wenn Unternehmen damit etwas anfangen können, schreiben sie sich das Ganze auf die Fahnen. Aber in dem Moment, wo das Gemeinwesen mit Daten etwas anfangen kann, mit Bildung was anfangen kann, etwas anfangen kann mit Lizenzen, in dem Moment merken wir ein Mauern der FDP. Und deshalb gehen wir ihren Weg grundsätzlich ja mit. Die Open-Data-Philosophie sagt ja, wir müssen diese Daten und diesen Schatz heben, und wir müssen ihn der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Wir fügen aber hinzu, es darf mir eben nicht darum gehen, dass es nur den wenigen zugutekommt, es muss den vielen zugutekommen, und das muss dann eben auch durchgehend der Fall sein. Und das sehen wir hier bei Ihrem Ansatz und auch bei Ihrem Gesetz, dass Sie leider noch mal schlechter gemacht haben. Wir waren schon bei einer Enthaltung zwischenzeitlich, Sie haben das wahrgenommen. Jetzt werden wir uns aber wieder dafür entscheiden, dagegen zu stimmen, weil Ihr Änderungsantrag hat es einfach nur noch schlechter gemacht. Und so kann man dem Gesetz nicht zustimmen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.